So, der Zugo hat einen Vlog gemacht, habt ihr geschrieben? Ist es wirklich true? Mein Geschenk an Unge. Oh, der Vlog von Hugo von Madeira. Da müssen wir natürlich reinschauen, das ist doch klar, der ist online. Ich flieg nach Madeira. Oh Gott, ich kenne keinen Menschen, wirklich. Ich habe in meinem ganzen Leben niemanden kennengelernt, der so lost ist wie Hugo. Wirklich, und ich habe schon viele Leute kennengelernt. Aber Hugo ist wirklich most lost person on earth. Und ihr fragt euch bestimmt, warum. Und zwar gehe ich zu Simon Unge nach Madeira und zeig mich da. Ich habe mich schon gezeigt, sonst würde ich mich das hier nicht trauen. Ich habe noch Hand vor Mund. Ja, es tut mir leid. Ich mache das einfach. Ich kann nicht anders. Er guckt gerade ein Video von dem Prankbus, deswegen hat er Hand vor Mund. Und ich gehe auch dahin, damit ich ihm etwas gebe, was er schon seit 2 Jahren eigentlich bekommen muss. Und zwar deswegen. Und zwar habe ich mal gegen ihn so Wettessen gemacht und habe gesagt, wenn er gewinnt, kriegt er das goldene Glas da. Und das hat er nie bekommen. Und wenn ich schon da bin, um mich zu zeigen, kann ich ihm auch das geben. Wie ich ihm das gebe und wie ich nach Madeira gehe, seht ihr jetzt. Spielkind nur am Spielen, dies, das. Digga, das war ein wildes Intro damals von denen, aber wirklich. So, wir sind jetzt im Flughafen und wir gehen jetzt ins Flugzeug rein und dann filme ich euch meine Reaktion, weil ich bin noch nie Flugzeug gefahren. Tennis gespielt. Hey Ronaldo, soll ich deinen anfassen? Die Aufnahme habe ich was? Die Aufnahme habe ich gemacht. Leute, veganen Burger, weil Simon Unge mir das empfohlen hat. So sieht's ja aus. Simon Unge hat das empfohlen. Eigentlich habe ich dir den Long Chicken empfohlen. Diesen Long Vegetal heißt der auf Portugiesisch. Also dieser vegane Chicken Burger, der ist viel geiler. Aber der ist zwischen okay. Aber wenigstens hat er die Burger King Krone auf. Ich bin stolz auf dich, Hugo. Das Fleisch schmeckt nach Karton. Das Fleisch schmeckt nach Karton. Ich bin gerade random Döner holen. Ich bin leider nicht auf Madeira. Aber ich wollte das irgendwie mit reinstellen, falls irgendwie juckt. Und dann, nach langem Warten, ist es endlich passiert. Ich habe ihm meine Geschenke übergeben. Also da ist nicht nur das Glas, da sind auch andere Sachen. Herrla! Du weißt nicht, was ich dir gebe, oder? Doch, ein Stein? Nein. Oh, nee, dann weiß ich nicht. Weiß gar nicht. Doch, ein Stein? Nein. Hast du mir aber gesagt vorher? Nein. Hast du mir gesagt, du riechst aus Luxemburg einen Stein? Nicht. Doch. Nein. Doch, ein Stein. Ich weiß nicht. Doch, ein Stein. Doch, du weißt nicht. Ich will immer von jedem einen Stein haben, damit ich in meinen Garten immer mehr Steine sammeln kann. Einen habe ich schon aus der Schweiz, einen aus Deutschland, von ihm einen aus Luxemburg. Ich bin Steinsammler, ich liebe Steine. Ich weiß, dass er mir einen Stein bringt. Weiß nicht. Ich weiß gar nichts. Was bringt er mir wohl mit? Keine Ahnung. Warte, wenn du das Glas spürst, dann nimmst du es zum Schluss, okay. Okay. Alles andere rausnehmen, okay, alles klar. Ja, ja. Das hier. Darf ich die Mülltüte behalten? Ich habe keine Mülltüte zu Hause, leider. Oha! Was hat er mir da geiles geschenkt? Ist das so, wenn man so eindrücken kann, um so gute Geräusche zu machen? Das ist einfach ich die beste Seite. Zeig mir die beste Seite. Okay, geil. Wie kamst du dazu, mir sowas mitzubringen? Der Hugo bringt mir im Real Life Geschenke mit, die normalerweise nur Need-to-Know-Zuschauer in die Pakete packen. Alles klar. Oh, der hat mir einfach ein Tesaband mitgenommen mit so einem Abreißding. Er hat mir ein Tesaband geschenkt. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Dankeschön. Das ist wirklich geil. Absolut geil. Also.
Ich hoffe, den hast du schon lange in deinem Bett liegen gehabt. Nee, das ist schon weg, glaube ich. Ehre! Ehre, absolut Ehre, geil. Man fragt sich immer, was kann man einem Multimillionär überhaupt noch schenken? Der hat ja schon alles, aber er weiß genau, diese Dinge, das ist wirklich absolut geil. Eine Mundmaske! Nee, die sollte eigentlich. Achso, schade, da habe ich mich auch richtig drüber gefreut. Ah, das ist ein Fossil. Ja. Und zwar ist es. Aha, das ist Kabuto. Ja. Oder? Ammonitas. Ja. Oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Geil. Es ist original Luxemburg geschrieben. Ehre. Oha, da habe ich ja gar nicht gerechnet. Oha, ein Glas. Hattest du das schon? Nein. Ja, das ist, jetzt ist das original aus Luxemburg? Nee, ja doch. Achso. Nee, ah, ja doch. Er hat nein gesagt. Nein, das ist nicht. Okay, vielen Dank. Sehr geschehen. Vielen Dank. Woher? Warum sagt ihr alle Mundmaske im Chat? Fragezeichen. Mundmaske. Was ist mit Mundmaske? Hä? Heißt es nicht Mundmaske? Wie heißt es denn dann? Heißt es nicht Mund-Nasen-Maske oder Mund-Nasen-Schutz oder Mund-Mund-Maske kann man auch sagen. Jetzt küssen wir uns. Das muss zensiert werden. Muss ich auf den Arm nehmen. Ich habe noch nie jemanden umarmt. Willst du was? Ja, warte. Da vorne ist noch eine Quelle. Kommt. Schmeckt. Hier braucht man immer mal kostenlos Getränke nachfüllen. Ach so, hält man das. Mach mal da. Das ist Noodle King. Hier gibt es richtig geile Ramen. Und es gibt richtig geilen Bubble Tea hier. Oh, auf Madeira Noodle King. Mm-hmm. Bubble Tea, guter Bubble Tea. Nee, Junge, nein. Ist 20 Euro. Nein, nein. Doch, mach. Digga, erzähl 20 Euro an. Weißt du, mit wem du hier redest? Ich hätte gern 25 Euro. Ja, 25. Okay. Ja? Hier. Oh. Eine Sache muss ich dir jetzt noch sagen. Hops, 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 hops. Gif, 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 gif. Hugo? Er kann wieder nach Hause fliegen. Weißt du was? Nix. Junge, ich hab ihn genixt und dann wurde ich fast überfahren. Instant Karma. Guck mal, der Rollerfahrer hat mich fast umgebracht. Nur weil ich ihn genixt habe. Hugo? Weißt du was? Nix. Hopp, 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 sieh mal, wenn er denkt, er wäre lustig. Rita, du machst, sag Real Talk, Rita, du findest mich ultra lustig. Okay, denkst du mich lustig? Dann gucke ich mir jetzt deine Kommentare an, die du geschrieben hast. Wenn du einmal in deinem Leben gelacht hast in meinem Chat, dann hast du dich selbst gif. Okay, gucken wir mal kurz rein. Ah, guck mal da. Aha, guck mal, Ming Li, lach doch. Na, das ist doch okay. Hahaha. Ach, Rita, wer ist hier lustig, Rita? Wer ist hier lustig, Rita? Das ist für eine Wette, die ein Jahr her ist. Das war eine Wette vor einem Jahr. Ja, welche Wette? Weißt du das noch? Sag mal. Rita einfach. Das war's für heute komplett, Rita. Ich wusste, ich kann hochscrollen und wirst irgendwann mal haha geschrieben haben im Chat. Ihr müsst aufpassen, Chat, wirklich. Jeder von euch muss aufpassen, dass er niemals hahaha in Chat schreibt. Weil ich werde euch alle noch hops nehmen. Weil ich werde immer, wenn ihr irgendwas sagt, werde ich immer hochscrollen und sage, ach guck mal, ihr habt irgendwann mal hahaha geschrieben, ja. Was macht ihr jetzt? Müsst ihr aufpassen, Chat. Ach, Banane! Jetzt weiß ich ja. Und du hast verkackt. Du sagtest so. Ja, eine Sache, bei mir war die länger und die war trocken, weil die Schale schon geplatzt ist. Diese Ausreden, das ist wie mit Lebermaschere. Oh, 20 Kilo mehr, 20 Kilo mehr. Oh, die Bananen waren trocken. Ja, ja. Guck mal das Auto, guck mal das. Geiles Auto. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Wie lange seid ihr noch da? Ist Samstag oder Sonntag? Oh Mann. Das ist traurig. Das ist traurig. Wenn ich meinen Bauernhof fertig habe und Pool und so und ein Gästehaus, dann könnt ihr wiederkommen, könnt ihr auch mal die Mama fragen, ob ihr. Doch, ich bin auch davor wiederkommen, wenn ihr möchtet. Dann komme ich nächste Woche wieder. Einfach Hugo kommt einfach nächste Woche. Ich lache nur und denke mir so: Bruder, Hugo, mach keinen Scheiß. Du bist ein Hund. Nein, mach dann, wenn mein Office fertig ist. Ich bin gerade in einem scheiß Zelt die ganze Zeit. Es halt übel. Wenn ich Office habe, habe ich auch Gäste-Streamplatz und so. Ist besser. Das ist
20. Ein paar Wochen. Aber du musst vorher eine neue Folge vom Game Master aufnehmen. Spiel. Er muss vorher eine neue Game Master Folge aufnehmen, sonst darf er nicht vorbeikommen, Ehre. Okay, ciao Leute, ciao. Bei 10.000 Likes fliege ich einfach jetzt schon dahin. Scheiß auf das, was er sagt. Was? Bei 10.000 Likes fliegt der nach Madeira? Nein! Nein! Muhaha, ich bin es wieder. Oh nein, der Game Master ist zurück. Oh nein, Hugo, weh, du stehst gleich vor der Tür, dann dreh ich aber durch. Ah. Master, mit mir habt ihr jetzt nicht gerechnet, oder? Ich werde wieder Sachen vollbringen, womit ihr nie im Leben gerechnet habt. Nein, nicht der Game Master, nicht der Winnie-Pooh-Game Master. Ihr werdet noch alle sehen, momentan denkt jeder noch, ich wäre eine Brezel. Aber ich habe bis jetzt nie gedacht, dass er eine Brezel ist. Aber jetzt, wo er es sagt, kriege ich irgendwelche Brezel-Vibes von ihm. Jetzt denkt ihr was anderes, muhahaha. Aber jetzt werde ich erstmal was Privates machen. Was macht der Koch, der Brezeln? 12.03.2022. Das ist nächste Woche. Oh nein. Muss auf 8 Minuten kommen für bessere Werbung. Aber wenigstens Gommemode.